Mensch, Frau Nahles, was ist gute Arbeit und wie sollte sie bezahlt werden? Ist die Frage jetzt ernst gemeint? Ist Ihnen nichts Besseres eingefallen oder kam das Interview vor dem zweiten deutschen Farbfernsehen so überraschend für Sie? Mensch, Frau Nahles, Sie sind doch beide SPD und da muss man doch wissen, was gute Arbeit ist. SPD, die Partei des kleinen arbeitenden Mannes. Ja gut, das war sie mal, also damals in die Zeit, als die SPD noch in der Opposition war, nicht? Also vor 98, das könnten Sie doch nicht wissen, aber vielleicht fragen Sie mal die Alten in Ihre Partei. Die wussten damals genau, wie das geht mit Arbeit. Die haben sich mit den Gewerkschaften auf die Straßen gestellt und da wurde demonstriert für eine 35-Stunden-Woche, da wurde demonstriert für Kündigungsschutz und jetzt in so eine Koalition da. Ja gut, da kann man schon mal über so einiges drüber wegsehen. Da. Eine Koalition, das ist ja bei euch in der Politik so wie bei Bankern eine Fusion. Einer geht immer drauf. Aber nee, Frau Nahles, Arbeit. Weswegen gehen Leute arbeiten? Damit sie mit dem, was sie erarbeiten, Geld, vernünftig leben können. Sie wollen einen Mehrwert haben. Wenn ich arbeiten gehe, möchte ich mehr Wert für mich haben, als wie wenn ich nicht arbeiten gehe. Nicht? Das ist ja so, die Deutschen, die gehen arbeiten, damit sie sich das Haus kaufen können, das Auto, damit sie eine Familie ernähren können, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub fahren. Ich glaube, das ist das, was Leute von Arbeit erwarten, dass sie davon leben können. Natürlich hat Arbeit noch so gewisse andere Faktoren. Ist ideal, wenn der Arbeit Spaß macht, ne? Ich meine, die jungen Leute heute in der Schule, die lernen ja viel, nicht? Die werden studiert und hinterher kriegen sie keine Arbeit, nicht? Ich sag immer, wenn schon arbeitslos, dann wenigstens in einem Beruf, der einem auch Spaß macht, nicht? Sicherheit ist auch noch ein Faktor in Sachen Arbeit, nicht? Man möchte natürlich auch Sicherheit auf die Arbeit haben, dass einem also nichts Schlimmes passiert, dass man keinen Unfall hat, der Arbeitsschutz und so weiter. Aber auch die Sicherheit, dass man sicher sein kann, wenn man frei sein Büro im guten Glauben verlässt und kommt montags wieder zur Arbeit, dass der eigene Name immer noch an der Bürotür steht. Das ist auch so was, nicht? Ich meine, gut, bei uns Landwirte ist das manchmal so ein bisschen anders. Da ist das manchmal auch so, wenn man nichts leistet, kriegt man mehr, als wie wenn man was leisten würde. Ich sag nur hier die Stilllegungsprämie, nicht? Wir kriegen Geld, wenn wir den Acker nicht beackern. Mehr Geld, als wie wenn wir kriegen würden, als wie wenn wir beackern würden. Ist ja auch ein Paradoxum, nicht? Wer arbeiten geht, der will doch auch mehr haben, als die Leute, die nicht arbeiten gehen. Nee, Sie, ganz ernsthaft, Arbeit, die muss sich lohnen. Sie, da kann doch nicht sein, dass es Leute gibt, die eine Arbeitsstelle haben, die 5 Tage die Woche arbeiten gehen und hinterher bleibt nichts bei übrig. Das kann doch nicht sein, sowas. Mein guten Paradoxum ist momentan der Milchpreis, nicht? Da geht man arbeiten, da füttert man die Kühe, da macht man Silo, da melkt man, da bringt man die Milch weg und hinterher bleibt nichts mehr für übrig. Was habe ich gesehen im Supermarkt? 48 Cent, dafür verkaufen die Milch und wir Bauern, wir kriegen noch weniger dafür. Deswegen bin ich jetzt vorletzte Woche auch schon mit dem Trecker nach Brüssel gewesen. Hab eine Demonstration gemacht. Ich ganz allein wegen der Milchpreise. Kann man ja nicht von leben da, nicht? 2,5 Tage mit dem Trecker hingefahren, hab 20 Minuten vor dem Europaparlament demonstriert in Brüssel und bin dann wieder 2,5 Tage zurückgefahren. Eine Viertelstunde vor zu Hause ist mir eingefallen, Mensch Heini, wir haben seit 15 Jahren keine Kühe mehr. Nee, ganz ehrlich, Frau Nahles, Arbeit, das muss sich lohnen. Wer gut arbeitet, wer viel arbeitet, der muss auch viel Geld haben. Wer weniger, wer schlechter arbeitet, der braucht auch weniger. Und wer gar nichts leistet, der... Ja gut, aber verhungern lassen kann man diese ehemaligen Vorstände von der KfW-Bank auch nicht, oder?